Guten Tag, mein Name ist Axel Scheibner. Ich bin tätig im Bereich der Marktüberwachung am Regierungspräsidium Tübingen, und zwar die Marktüberwachung für energieverbrauchsrelevante Produkte. Und für die heutige Demonstration haben wir uns ein Produkt oder eine Produktgruppe ausgesucht, die sicherlich in jedem Haushalt vorhanden ist, und zwar handelt es sich um Leuchtmittel. Hier ist schon mal eines zu sehen. Hier sind noch zwei weitere Beispiele. An diese Leuchtmittel stellt der Gesetzgeber verschiedene Anforderungen, Eigenschaften, die erfüllt werden müssen. Und diese Eigenschaften müssen vom Hersteller auch dann auf der Verpackung angegeben haben. Hier ist das beispielhaft zu sehen. Und einige der wichtigsten Anforderungen, die sich hieraus ergeben, die können wir mit unserem Prüfgerät, mit dem sogenannten Lichtspion, sehr effizient und schnell vor Ort prüfen. Und genau das möchte ich jetzt gerne hier einmal demonstrieren. Wir haben hier das Messgerät. Das Leuchtmittel ist hier schon eingeschraubt von mir. Gegenüber befindet sich ein Sensor. Dieser Sensor wird während des Prüflaufes kontinuierlich die Beleuchtungsstärke messen, und gleichzeitig wird durch das Prüfgerät in diesem Bereich die aufgenommene elektrische Leistung auch mit gemessen, und daraus ergibt sich dann ein Wert für die Lichteffizienz. Das heißt, ganz platt gesagt, wie viel Licht bekomme ich für eine bestimmte elektrische Leistung? Das heißt, wie hell ist es bei einem bestimmten Energieverbrauch? Ein zweiter wichtiger Wert, der auch den Konsumenten natürlich interessiert, ist die Lichtfarbe. Das heißt, eher warmes Licht ist angenehm oder empfinden wir Menschen als angenehm, kaltes Licht eher weniger. Deshalb ist das auch ein Parameter, der angegeben werden muss. Und ein dritter Parameter ist der sogenannte Farbwiedergabeindex. Der bedeutet eigentlich, dass wie natürlich werden Farben wiedergegeben, wenn sie beleuchtet werden mit dem entsprechenden Leuchtmittel. So, wie gesagt, das darf ich jetzt hier demonstrieren. Um das Ganze zu steuern, benötigt man ein Programm auf einem Laptop. Und ich starte jetzt mal hier den Test. Zuallererst muss die Lampe eine kurze Zeit sich erwärmen, damit sie ihre Betriebstemperatur und letzten Endes dann auch stabile Eigenschaften erreicht. Und während dieses Testlaufes wird sich die Lampe dann um 360 Grad drehen, und die Messung erfolgt über diesen gesamten Bereich von 360 Grad. Zuerst fährt die Lampe in ihre Ausgangsposition, das heißt abgewandt dem Sensor, und beginnt sich jetzt einmal um 360 Grad zu drehen. Und der Sensor zeichnet, wie vorhin schon gesagt, kontinuierlich auf die Beleuchtungsstärke, und auch die Leistung wird erfasst. Das Ganze ergibt dann ein Testdiagramm. Das kann ich später dann auch nochmal zeigen. Und dort kann ich dann die Eigenschaften ablesen und kann sie vergleichen mit denen, die auf der Verpackung vom Hersteller gemacht wurden. Und wenn das in Ordnung ist, dann unternehmen wir nichts weiter. Für den Fall, dass wir dort Abweichungen feststellen, entnehmen wir weitere Leuchtmittel und lassen die in einem zertifizierten Prüflabor umfangreicher prüfen, weil wir hier nur eine orientierende Messung machen können, die also noch nicht wirklich hundertprozentig aussagekräftig ist. Und damit können wir dann Leuchtmittel, die tatsächlich den entsprechenden Bestimmungen nicht genügen, entweder vom Markt nehmen lassen oder andere Maßnahmen dann ergreifen. Was bringt uns das Ganze? Genau eben den Punkt, dass wir sehr kostengünstig, sehr effizient eine große Anzahl von Prüfungen durchführen können, nicht für jede Einzelprüfung auf ein teures Labor zurückgreifen müssen, und dass sich unsere Arbeit lohnt, das können wir sehen. Die Beanstandungsquote ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen, sicherlich nicht nur wegen unserer Arbeit, auch die Technologie hat sich weiterentwickelt, aber wir glauben schon, dass auch wir einen Anteil daran haben, und wir freuen uns natürlich, dass dieses Produkt oder dieses Marktsegment sich immer besser entwickelt, und darauf sind wir auch ein Stück weit stolz.